Der Giruno. Ein toller Zug. Ihr kennt sicherlich mein Video vom 10. Dezember 2022. Wir haben da erwähnt, dass der Zug in Doppeltraktion gefahren werden kann. Und damit begrüße ich euch zu einem neuen Video von Train Actions on Mud. Eines noch vorweg. Nehmt die hier gezeigte Zusammenstellung nicht allzu ernst. Es geht in diesem Video darum, zu beweisen, dass eine Doppeltraktion problemlos funktioniert. Bis gleich! In zwei Tüten finden wir die nötigen Teile. Eine Nebenschacht-Kupplungsaufnahme, eine Kupplungsattrappe und einen Metallbügel mit Schrauben. Die Nebenschacht-Kupplungsaufnahme wird für kleinere Radien benötigt. Auf meiner Anlage sind aber mindestens die R9-Radien vom Rocco Lines Schienensystem verbaut, deshalb kann ich die Endwagen näher zusammenkuppeln. Als erstes nehmen wir die Frontkappen der Endwagen ab. Als nächstes stecken wir die Kupplungsattrappen in den untersten Schlitz der offenen Front. Für den letzten Schritt benötigt ihr entweder zwei kurze Lokliegen, zum Beispiel diese vom Hersteller noch, oder eine ganz lange. Nun legen wir die beiden Endwagen aufs Dach und schieben sie horizontal fluchtend aneinander. Passend auf die Schraubenaufnahme positionieren wir den Bügel. Leider hat hier Pico Schlitzschrauben geliefert. Die erschweren die Arbeit schon etwas. Kreuzschrauben wären hier sicher hilfreicher gewesen. Die Schraube ziehen wir noch nicht ganz fest an, denn wir wollen etwas Spiel haben für die zweite Schraube beim anderen Endwagen und der Bügel muss auch für die Kurvenfahrten beweglich sein. Ihr seht, es ist nicht ganz so einfach. So, fertig ist die Verbindung. Ihr seht, der Abstand zwischen den beiden Endwagen ist recht kurz. Und auf den Gleisen sieht das Ganze wirklich sehr gut aus. Ja, nun kommen wir zur Beleuchtung. Leider hat es Pico nicht hinbekommen, eine führerstandseitige Abschaltung der Spitzen respektive Endbeleuchtung zu programmieren. Das wäre doch so einfach gewesen. Rocco macht das seit langem schon so. Pico, da müsst ihr nochmals über die Bücher. Gemäß einer separaten Anleitung, die ich vom Fachhändler bekommen habe, kann man aber fast die korrekte Beleuchtung einstellen.
Beim in Fahrrichtung vorderen Zug schaltet ihr die Funktion F6 ein, also die Rangierbeleuchtung. Beim hinteren Zug drücken wir F14 und F27, die Abschleppfunktion. Zwar leuchtet dann beim vorderen Zug ein weißes Licht hinten, aber beim zweiten Zug ist die Spitzenbeleuchtung dunkel und hinten leuchten zwei rote Schlusslichter. Für mich ein guter Kompromiss. Nach dem Einschalten der Innenbeleuchtung und der Zugzielanzeige steht der 22-teilige Zug bereit zur Abfahrt. Ja, bestehend aus zwei identischen Einheiten. Im Original, ich weiß es, gab es nur einen mit der Chennery-Lackierung. Aber Pico wird hier sicherlich bald einen zweiten Zug ausliefern. Ja, liebe MOBA-Freunde, das war's schon wieder. Beide Züge laufen perfekt zusammen. Mit dem Metallbügel kann man einen recht vorbildlichen Abstand zwischen den Endwagen darstellen und auch die Beleuchtung ist bis auf einen kleinen Kompromiss vorbildsmäßig. Zum Schluss gibt's noch ein paar Fahraufnahmen untermalt mit Musik. Ich wünsche euch dabei viel Spaß. Macht's gut, Freunde! Bis zum nächsten Mal! We'll be right back.